Thank you so much, Peter. It's such a great joy to be here. Vielen Dank, Peter. Es ist so eine Freude, hier zu sein. And we didn't want to come alone this time. Und diesmal wollten wir nicht alleine kommen. So we brought our team with us. Can you stand up for a second, Jesus Revolution? Also haben wir ein Team mitgebracht. Könnt ihr mal aufstehen, eine Sekunde, Jesus Revolution? So these young people are coming from 20 nations. Und diese jungen Leute kommen aus 20 verschiedenen Nationen. And will be here in your church for a few days. Und werden hier in eurer Kirche für ein paar Tage sein. And then we'll be heading over to lots of different cities in Austria and Germany, Switzerland and Italy to preach the gospel. Und dann werden wir in viele verschiedene Orte gehen in verschiedenen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. And we love your church. Und das Evangelium predigen und wir lieben you eure have Gemeinde. Such a fantastic church here. Ihr habt so eine fantastische Gemeinde we hier. We love your pastors. Wir lieben eure Pastoren. We've heard about this church from a distance for decades. Und wir haben seit Jahrzehnten von weit her über eure Gemeinde gehört. And this last year we've been able to connect even more. Und im letzten Jahr waren wir in der Lage, mit euch noch mehr sich zu verbinden. And Philip and Sarah, leaders of Jesus Revolution in Germany, this is their home church here. Und Philipp und Sarah, die Leiter von Jesus Revolution in Deutschland, das ist ihre Heimatgemeinde hier. And we're so glad to be here. Und wir sind so dankbar, hier zu sein. Amen. Amen. In Norwegen können wir alles ein bisschen Deutsch sprechen, weil wir müssen Deutsch in unserer Schule haben. Aber ich habe wirklich nicht so viel Deutsch praktiziert seit meinem Gymnasium. Und wir finden die Grammatik sehr schwer. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen, durch, vier, gegen, ohne, um. Die deutsche Präposition. So, I will preach in English. Also werde ich auf Englisch predigen. But I understand what you say. Aber ich verstehe, was du sagst. So do it right. Okay. Also mach's richtig. Now let's go to the Word of God this morning. Also lass uns ins Wort Gottes gehen an diesem Morgen. The word I will share with you today is a generation of pioneers. Das Wort, das ich heute mit euch teile, ist eine Generation von Pionieren. Now sometimes we hear a word, we hear a name. Manchmal hören wir ein Wort, einen Namen. And we think about a pioneer. Und wir denken über einen Pionier nach. Think about someone like Mother Teresa. Nimm jemanden wie zum Beispiel Mutter Teresa. The pioneer in India. Die Pionierin in India. Or Steve Jobs. Oder Steve Jobs. The computer pioneer. Der Computerpionier. Or Charles Lindbergh, the pioneer in aviation. Oder Charles Lindbergh, der Pionier, der Flugpionier. Someone who makes a way that others can follow. Jemand, der einen Weg macht, auf dem anderen nachfolgen können. But also in the church. Aber auch in der Kirche. We have pioneers. Wir haben Pioniere. And Germany has had a good share. Und Deutschland hat echt einen guten Teil davon. You know, think about Martin Luther, Zinzendorf. Wenn wir an Martin Luther oder Zinzendorf denken. Pioneers. Pioniere. Because of they doing what they did. Weil sie das tun, was sie getan haben. We can follow in their steps. Können wir ihren Fußstapfen folgen. But what about today? Aber was ist heute? What about our generation? Wie ist es mit unserer Generation? I believe what the Lord needs right now. Ich glaube, was der Herr gerade jetzt braucht. It's not just one or two special pioneers. Es sind nicht nur ein oder zwei besondere Pioniere. But a generation of pioneers. Sondern eine Generation von Pionieren. A whole church of pioneers. Eine ganze Gemeinde voll Pioniere. Every generation needs its pioneers. Jede Generation braucht ihre Pioniere. And I believe that God wants us to be a part of that pioneering generation. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir ein Teil dieser pionierenden Generation sind. You know, pioneers are passionate people. Weißt du, Pioniere sind voller Leidenschaft. And I know the Germans are really passionate. Und ich weiß, Deutsche sind echt leidenschaftlich. I have seen that when you play football. Ich habe das gesehen, wenn ihr Fußball spielt. Oh yes. Oh ja. And in the church we are passionate, are we not? Und in der Gemeinde sind wir leidenschaftlich, oder? Leidenschaft, ja, wirklich. Passionate for Jesus. Leidenschaftlich für Jesus. We love Jesus with everything we are. Wir lieben Jesus mit allem, was wir sind. Amen. Amen. We are Jesus people. Wir sind Jesus Leute. We are His church. Wir sind seine Gemeinde. We are His people. Wir sind sein Volk. He has changed our lives. Er hat unser Leben verändert. We love Jesus. Wir lieben Jesus. Passionately. Leidenschaftlich. Amen. Amen. But you know what? Aber weißt du was? We are here because of pioneers. Wir sind hier, weil es Pioniere vor uns gab. One day this church was pioneered. Eines Tages wurde diese Gemeinde pioniert. It was started by someone, it was built by someone, it was pioneered by someone. Es wurde durch jemanden gestartet, gegründet, gebaut. And what God wants? Und was Gott möchte? Is for his whole people to be a people of pioneers. Ist, dass all seine Leute Leute von Pionieren sind. Now in Matthew 28, 18 to 20. In Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus says, "All authority has been given to me in heaven and on earth."
Sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Now who is Jesus talking to here? Zu wem spricht Jesus hier? Disciples, yes. Jüngern, ja. Their whole world was 150 kilometers. Deren ganze Welt war 150 Kilometer. You know, Galilee and Nazareth and down to Jerusalem, Jordan, you know. Galiläa, Nazareth und runter nach Jerusalem, Jordanien. And what is Jesus saying here? Und was sagt Jesus hier? The whole world is waiting for you. Die ganze Welt wartet auf euch. The whole world. Die ganze Welt. Do they speak Hebrew there? Sprechen sie dort Hebräisch? I don't think so, Peter. Ich glaube das nicht, Petrus. Does he even mean Samaria? Meint er auch sogar Samarien? Yes, even beyond. Ja, sogar noch weiter darüber what hinaus. What is Jesus saying? Was sagt Jesus? Go to places you never thought you would go. Geh an Orte, wo du niemals dachtest, dass du hingehst. Do things you never thought you would do. Tu Dinge, die du niemals dachtest, dass du sie tun wirst. And think thoughts you never thought you would think. Und denk Gedanken, die du niemals dachtest, du würdest sie denken. Be a pioneer. Sei ein Pionier. Can you tell that to somebody? Be a pioneer. Kannst du es jemandem sagen? Sei ein Pionier. Amen. Amen. God wants us to be pioneers. Gott möchte, dass wir Pioniere sind. And I want to talk about five trademarks of pioneers. Und ich möchte über fünf Charakteristika von Pionieren sprechen. The first thing is that pioneers take risks. Das erste ist, dass Pioniere Risiken eingehen. Now let me take you to the Antarctic, the South Pole. Lass mich euch mitnehmen zur Antarktis, zum Südpol. About 110 years ago, vor 110 Jahren, there was a race. Da gab es ein Rennen. Who's going to be the first person to the South Pole? Wer wird der Erste sein, der beim Südpol ankommt? A Norwegian was determined. Ein Norweger war voll entschlossen. You know, Norwegians like the ice and the snow. Wir Norweger, wir lieben das Eis und den Schnee. Yes, we do. Ja, wir machen das. And the other guy was an English guy, Robert Falcon Scott. Der andere, das war ein Engländer, Robert Falcon Scott. They risked everything. Sie haben alles riskiert. To be the first person. Um die erste Person zu sein. To plant the flag where no human being had ever been. Um die Flagge dort hineinzustecken, wo noch keine Person jemals war. The Norwegian was there first. Der Norweger war zuerst da. He planted the flag. Er hat die Flagge hineingesteckt. All the dogs died on the way. Alle Hunde sind auf dem Weg gestorben. They ate the dogs. Die haben die Hunde aufgegessen. Maybe that's where hot dog comes from. Vielleicht kommen daher die Hot Dogs. The British was met by a little note. Und dann war dort eine Notiz für den Engländer. Welcome to the South Pole. We have been here. Willkommen am Südpol. Wir waren hier. They died on the way home. Sie sind auf dem Weg nach Hause gestorben. Now, why would anyone risk everything? Warum würde jemand alles riskieren? Just for honor and glory. Nur für Ehre und Herrlichkeit. I don't know if I'm coming to church today. Ich weiß nicht, ob ich heute zur Kirche komme. Because it rains. Weil es regnet. Come on. Come on. We are a generation of pioneers. Wir sind eine Generation von Pionieren. And we love to take risks. Und wir lieben es, Risiken einzugehen. If we risk nothing, we will win nothing. Wenn wir nichts riskieren, werden wir nichts gewinnen. Amen. Amen. Now is this a biblical word? Ist das ein biblisches Wort? Yes, because Acts 15:26 says about Barnabas and Paul. Ja, weil Apostelgeschichte 15:26 sagt über Barnabas und Paulus. That they were men who risked their lives for the name of the Lord Jesus. Dass sie Männer waren, die ihr Leben eingesetzt riskiert haben für den Namen Jesus. What have we risked for Jesus lately? Was für ein Risiko sind wir in letzter Zeit für Jesus eingegangen? Have you taken a risk for Jesus lately? Hast du in letzter Zeit ein Risiko für Jesus eingegangen? Oh, I see a sick person. Oh, ich sehe eine kranke Person. If I lay my hands on him. Wenn ich meine Hand auf ihn lege. What if they get healed? Was, wenn sie geheilt wird? But what if they don't get healed? Aber was, wenn sie nicht geheilt werden? I will look bad. Dann sehe ich schlecht aus. Take the risk. Geh das Risiko ein. Take the risk. Geh das Risiko ein. Take the risk. Geh das Risiko ein. If I talk with that person about Jesus, wenn ich mit der Person über Jesus rede, what if he rejects me? Was, wenn er mich ablehnt? Take the risk. Geh das Risiko ein. Amen. Amen. God wants us to be risk takers. Gott möchte, dass wir Risiken eingehen. And to love it. Und dass wir es lieben. You know, sometimes in church environment, manchmal im Gemeindezusammenhang, we love the nice words. Wir lieben die netten Worte. I am safe in your arms. Ich bin sicher in deinen Armen. I can cry on your shoulder, God.
Ich kann an deiner Schulter weinen, Gott. Risk something. Riskier etwas. You know, as parents, you know. Als Eltern. Oh, little George. Kleiner George. Make sure you are not cold. Stell sicher, dir wird nicht Have kalt. You put on your scarf? Hast du deinen Schal umgemacht? Don't climb in the tree, you can fall down. Kletter nicht auf den Baum, du kannst runterfallen. Come on, we need to raise up a generation of risk takers in the kingdom. Come on, wir müssen eine Generation von risikowilligen Leuten hervorbringen. Ja, risikowilligen Leute. Halleluja. Wir bleiben risikowilligen Leute. Wir bleiben risikowilligen Leute. It's a German rap here now. Halleluja. Now sometimes we think, manchmal denken wir, can I be in the will of God? Kann ich im Willen Gottes sein? And have problems. Und Probleme haben. Think about Paul the Apostles. Denk an Paulus den Apostel. Other ministers of Christ, 2 Corinthians 11. 2. Korinther 11. I am in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in death often. 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods, once I was stoned, and 3 times I was shipwrecked. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5 erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin 3 mit Stöcken geschlagen, 1 gesteinigt worden, 3 habe ich Schiffbruch erlitten. Now was Paul in the will of God? War Paulus im Willen Gottes? And yet there were trouble everywhere he went. Und trotzdem war überall Trouble, wo er hingegangen ist. There was chaos everywhere he went. Da war Chaos überall, wo er war. He was a pioneer. Er war ein Pionier. Hallelujah. Hallelujah. Pioneers love to take risks. Pioniere lieben es, Risiken einzugehen. Now 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. In 10, 20, 30 Jahren von jetzt. Looking back in your life, what will you regret? Wenn du zurückschaust auf dein Leben, was wirst du bereuen? I wished I watched some more television. Ich wünschte, ich hätte mehr Fernsehen geschaut. I'm so sorry. Es tut mir so leid. That I missed episode number 455. Dass ich Episode 455 verpasst habe. At Netflix. Auf Netflix. You know the only vision some Christians will ever have. Die einzige Vision, die manche Christen jemals haben werden, is a television. Ist eine Television. But God needs some risk takers. Aber Gott braucht risikofreudige Leute. Amen. Amen. You know, it's crazy. Ist verrückt. Sometimes we are standing on the bus stop. Manchmal sind wir am Busstopp. Oh, they look strange. Oh, die schauen merkwürdig aus. Maybe come from Afghanistan. Vielleicht sind die aus Afghanistan. Long beard. Langer Bart. Smell spicy. Ich rieche Gewürze. Oh, maybe a terrorist, who knows? Vielleicht ein Terrorist, wer weiß das schon? Oh. Oh. Maybe he's just someone who longs for you to invite him for dinner. Vielleicht ist er nur jemand, der darauf wartet, dass du ihn zum Abendessen einlädst. And you don't speak Dari, but he's trying to speak Deutsch. Und du sprichst nicht Dari, aber er versucht Deutsch zu reden. Amen. Amen. God wants his church to take risks. Gott möchte, dass seine Gemeinde Risiken eingeht. To expand the kingdom of God. Damit das Reich Gottes ausgebreitet wird. Number 2. Nummer 2. Pioneers always see possibilities. Pioniere sehen immer Möglichkeiten. Hallelujah. Hallelujah. Now think about the 12 spies who were sent into the promised land. Denk an die 12 Spione, die ins verheißene Land gesandt wurden. 10 spies saw all the problems. 10 Spione haben alle Probleme gesehen. Only 2 saw the promise. Nur 2 haben die Verheißung gesehen. Hallelujah. Hallelujah. They saw with the eyes of faith. Sie haben mit Augen des Glaubens they geschaut. Knew that God was with them. Sie wussten, dass Gott mit ihnen ist. They knew that the same God who took them out of Egypt could take them into the promised land. Sie wussten, dass der gleiche Gott, der sie aus Ägypten geholt hat, könnte sie ins verheißene Land bringen. They counted on the promises of God. Sie haben gezählt auf die Verheißung Gottes. And the Bible says. Und die Bibel sagt. My servant Caleb, because he has a different spirit. Mein Diener Caleb, weil er einen anderen Geist hat. And he has followed me fully, I will bring him into the land. Und dem er von ganzem Herzen gefolgt ist, ich werde ihn in das verheißene Land bringen. Think about this. Denk darüber nach. The majority leadership. Die Hauptleiterschaft. Made sure 3 million people spent 40 years in the wilderness. Die haben dafür gesorgt, dass 3 Millionen Menschen 40 Jahre in der Wüste zugebracht haben. Because they were overcome by fear. Weil sie von Furcht überwältigt waren. Instead of seeing with the eyes of faith. Anstatt mit Augen des Glaubens zu sehen.
Sometimes your circumstances are miserable. Manchmal sind deine Umstände elendig. Everyone under over 20 died in the wilderness. Jeder über 20 ist in der Wüste gestorben. So what are you going to do today, Caleb? Also was machst du heute, Caleb? Funeral. Beerdigung. What about you, Joshua? Und du, Joshua? Two funerals. Zwei Beerdigungen. What about tomorrow? Und morgen? Funeral. Beerdigung. Next week? Nächste Woche? Five funerals. Fünf Beerdigungen. What about next week? Was die Woche drauf? 10 funerals. 10 Beerdigungen. 40 years. 40 Jahre. Of funerals. Von Beerdigungen. But when they went on their way to the promised land, aber als sie auf dem Weg ins Weiße Land waren, they were singing songs of victory. Da haben sie Lieder des Sieges gesungen. I'm going to the promised land, Caleb, oh. I'm going to the promised land, Caleb, oh. I'm going to the promised land. Amen. Ich gehe in das verheißene Land, Caleb. Because they saw with the eyes of faith. Weil sie mit Augen des Glaubens gesehen haben. Now I recognize one thing. Ich habe eine Sache, ist mir klar geworden. There is one European word that is common in every language. Es gibt ein europäisches Wort, das ist gleich in allen Sprachen. It's in German, in French, in Russian, Italian, Norwegian, everything. Auf Deutsch, Italienisch, Russisch, Französisch, alles. In German. Auf Deutsch. Problem. Problem. In French. Auf Französisch. Sounds a bit more romantic. Es klingt mehr romantisch. Problem. Problem. Italian. Italienisch. Oh, problema. Grande problema, fratello. Oh, grande problema. Norwegian. Norwegisch. Problem. Russian. Russisch. Problemski. Español. Spanisch. Problemos, problemos. It's the one word that unites Europe. Ist das eine Wort, das Europa vereint. And sometimes when we talk about new opportunities and new missions, endeavors and new things for the church. Manchmal, wenn wir über neue Möglichkeiten, neue Missionsmöglichkeiten sprechen für die Gemeinde. There's always some people, the first thing they say is. Da sind immer ein paar Leute, das erste, was sie sagen, ist. Problem, yes. Problem, ja. But we see with the eyes of faith. Aber wir sehen mit Augen des Glaubens. We are special people. Wir sind besondere Leute. We even speak to mountains. Wir sprechen sogar zu Bergen. Amen. Amen. Because we are the people of faith. Weil wir Leute des Glaubens sind. We see with different eyes. Wir sehen mit anderen Augen. And we believe in the God for whom nothing is impossible. Und wir glauben an den Gott, für den nichts unmöglich ist. In your situation. In deiner Situation. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. In your marriage. In deiner Ehe. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. In your family. In deiner Familie. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. In your workplace. An deiner Arbeitsstelle. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. In Europe, nothing is impossible for God to serve. In Europa, nichts ist unmöglich für Gott. We serve God and nothing is impossible for him. Wir dienen Gott und nichts ist unmöglich für ihn. That's the kind of people we are. Das sind die Art von Leute, die wir sind. Amen. Halleluja. Halleluja. Pioneers. Pioniere. Are doers. Sind Täter. This is the third thing. Das ist das dritte. In Spain in the 1490s. In Spanien in den 1490ern. Christopher Columbus was sitting with the leading scientist of his day. Da saß Christopher Columbus mit den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit zusammen. Giving them a challenge. Hat ihnen eine Herausforderung gegeben. He said, "Here's an egg." Gesagt, hier ist ein Ei. Make it stand on the table. Sorgt dafür, dass es auf dem Tisch steht. They all tried. Haben es alle versucht. Didn't work. Hat nicht funktioniert. And Columbus said, "Give me the egg." Columbus hat gesagt, gib mir das Ei. He took the egg. Das Ei genommen. Smashed it in the table. Hat es auf den Tisch gehauen. Said, "Look, it stands." Schaut an, es steht. We could all have done that. Hätten das alle tun können. And Christopher said, Christopher sagte, I did it. Ich hab's getan. We could all have gone to the West Indies. Wir hätten alle nach Westindien gehen können. I did it. Ich hab's getan. Now there is a strange story in the Bible. Da ist eine merkwürdige Geschichte in der Bibel. Now, have you ever read something in the Bible going thinking, why did God put this in the Bible? Hast du jemals was in der Bibel gelesen und hast gedacht, warum hat Gott das in die Bibel gepackt? And this is one of them here. Und das ist eine davon. Now I need some help. Ich brauche jetzt Hilfe. I need three mighty men. Ich brauche drei mächtige Männer. You look like a mighty man. Du siehst aus wie ein mächtiger Mann. Mighty man, mighty man. Come, please help me here. Now, this story. Diese Geschichte. Is found in 2 Samuel chapter 23 verses 13 to 17. Das ist in 2. Samuel 23, and I will 13 bis 17. Tell you how the story goes. Und ich sage euch, wie die Geschichte geht. These are the three mighty men of David. Dies sind die drei
mächtigen Helden von David. A good hand for the three mighty men. Gib ihm mal einen mächtigen Applaus. Okay. They are warriors. Sie sind Krieger. Yes. Over here. Und hier drüben is the well of Bethlehem. Ist der Brunnen von Bethlehem. Okay. Here. Hier is the Philistine army. Ist die Armee der Philister. Okay. Okay. And David is here. Und David ist hier. And he's thinking about the water from the town of his childhood. Und er denkt an das Wasser der Stadt seiner Kindheit. And he says. Und er sagt. Oh, that someone would give me to drink from the well of Bethlehem. Oh, dass mir jemand zu trinken geben würde von dem Brunnen aus Bethlehem. The three mighty men. Die drei mächtigen Männer. Looked at each other. Die haben sich angeschaut. Words were not necessary. Worte waren nicht notwendig. The king wants water from Bethlehem. Der König möchte Wasser aus Bethlehem. They fight their way through. Die kämpfen ihren Weg durch. Cutting their way through the Philistine army. Sie schlagen sich durch die Armee Bodies der Philister. Are laying left and right. Körper liegen links und rechts. They find the water in the well in Bethlehem. Sie finden das Wasser im Brunnen in Bethlehem. They fight their way back through the Philistine army. Sie kämpfen sich zurück durch die Philisterarmee. It's a bloody battle. Es ist ein blutiger Kampf. Many casualties. Viele But Wunden. Nothing was going to hinder the three mighty men. Aber nichts hat die drei mächtigen Männer aufhalten können. And the Bible says. Und die Bibel sagt. That they gave the water to King David. Sie haben das Wasser König David gegeben. But he poured it out. Aber er hat's ausgegossen. And he said, und er sagt, I cannot drink the blood of so many men. Das lasse der fern von mir sein, dass ich's tue. Es ist nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben. And the story concludes, and such did the three mighty men. Und dann sagt die Story, und das taten die drei Helden Gottes. Thank you very much indeed. Vielen Dank. Now, but the question is, why? Why would God put such a story in the Bible? Warum würde Gott so eine Geschichte in die Bibel reinnehmen? Warum? They were doers. Die waren Täter. You know, sometimes when something is going to happen. Manchmal wenn was passiert. We have a 5-year committee. Wir haben ein 5-Jahres-Komitee. He is positive. Er ist positiv. Negative. Negativ. He is a bit positive and a bit negative. Er ist ein bisschen positiv, ein bisschen negativ. And then through the next 5 years they will do the different research in terms of the different possibilities and obstacles and so forth. Und die nächsten 5 Jahre sprechen sie über die Möglichkeiten, Hindernisse und so weiter. But the three mighty men were doers. Aber die drei mächtigen Männer waren Täter. Thank you very much. Vielen Dank. Have you got some doers here? We are a people of action. Wir sind Leute von Aktion. Faith without works is dead. Glaube ohne Taten ist tot. Be doers of the word and not hearers only. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Many people have a dream. Viele Leute haben einen Traum. But fewer people are willing to work what is required. Aber weniger Leute sind bereit zu arbeiten, was dafür notwendig ist. To see the dream come possible. Zu sehen, dass der Traum erfüllt ist. Aha. 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 So when a new thing is introduced to the church. Also wenn das Neue der Gemeinde vorgestellt wird. Let's do this now. Lass das jetzt tun. The church says. Die Gemeinde sagt. Hallelujah. Number 4. Nummer 4. This is very important. Das ist sehr wichtig. Pioneers never give up. Pioniere geben niemals auf. Now think about King David. Also denk mal über König David nach. Before he was king. Bevor er König war. In 1 Samuel 16 we read the story. In 1. Samuel 16 lesen wir die Geschichte. How the greatest man of God in the time? So wie der größte Mann in der Zeit? Samuel the prophet. Samuel der Prophet. Anoints him with oil. Salbt ihn mit Öl. The teenage boy. Den Teenagerjungen. You're going to be the future king of Israel. Du wirst der zukünftige König Israels sein. And then came the victory with Goliath. Und dann kam der Sieg mit Goliath. And then the women were chanting in the streets. Und die Frauen haben gesungen in den Straßen. Saul has beat his thousands. Saul hat Tausende geschlagen. But David has beat his 10,000s. Aber David hat seine 10,000 geschlagen. Felt good for David. Hat sich gut angefühlt für David. He liked the moment. Er mochte den Moment. Maybe he was singing like this. Vielleicht hat er so gesungen.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. He loved the moment. Er hat den Moment geliebt. And guess what happened? Und was denkst du, ist passiert? He lived happily ever after. Er hat immer wieder, er hat dann bis ans alle Ende seiner Tage glücklich gelebt. No, the next thing, Saul wants to kill him with a spear. Nein, das nächste ist, Saul möchte ihn töten mit seinem Speer. Persecuted. Verfolgt. On the run. Auf dem Weg, der musste wegrennen. Living in the cave of Adullam. Er lebt in der Höhle von Adullam. And the Bible says, everyone who was in distress. Und die Bibel sagt, everyone who was in debt. Und die Bibel sagt, es versammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Everyone who was discontented gathered to him, and he became their captain. Und er wurde ihr Oberster. Can you imagine David sitting in that cave? Kannst du dir vorstellen, David sitzt in dieser Höhle? Did I really hear from God? Habe ich wirklich von Gott gehört? Was that a word from the Lord? War das ein Wort vom Herrn? Have you ever doubted the prophetic word given to you? Hast du jemals am prophetischen Wort gezweifelt, das dir gegeben wurde? Because now it's already been a year. War jetzt schon ein Jahr rum. And nothing seems to happen. Und es scheint so, als dass nichts passiert. As a matter of fact. In der Tat ist es so. It only seems to be getting worse. Es scheint nur schlechter zu werden. It must have been a false prophet. Es muss ein falscher Prophet gewesen sein. A little bit of musical here now. Now. But you know what? We never give up, don't we? We never give up. Aber weißt du, wir geben niemals auf. Because we are pioneers. Weil wir sind Pioniere. You've been praying for your son for years. Du hast jahrelang für deinen Sohn gebetet. Keep praying. Bete weiter. Don't give up. Gib nicht auf. You've been praying for that colleague for years. Don't give up. Du hast jahrelang für diesen Kollegen gebetet. Gib nicht auf. You've been believing God for that miracle for years. Don't give up. Du hast jahrelang an dieses Wunder geglaubt. Gib nicht auf. Think about Thomas Edison. Denk an Thomas Edison. The inventor of the light bulb. Der Erfinder der Glühbirne. Thank you, Thomas, for not giving up. Danke, Thomas, dass du nicht aufgegeben hast. We would have been sitting here with candlelights today. Sonst wären wir hier heute mit Kerzenlicht. But how many attempts? Aber wie viele Versuche? Can you imagine Thomas coming to his wife? Kannst du dir vorstellen, Thomas kommt zu seiner Frau? I have this idea. Ich habe diese Idee. I'm going to invent the light bulb. Ich werde die Glühbirne erfinden. What's a light bulb? Was ist eine Glühbirne? Wait and see, honey. Schau dir das mal an, honey. Goes into his laboratory. Er geht in sein Labor. Tries it all. Versucht das alles. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Explosion. Explosion. I try another time. Ich probiere es nochmal. The tenth time. Das zehnte Mal. Okay, my dear wife. Hey, meine geliebte Frau. I've done some changes. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. I think it's gonna work now. Ich glaube, jetzt klappt's. Uh-huh. Yes. Ja, ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh no. Oh nein. Number 235. Nummer 235. My dear wife. Meine geliebte Frau. I really think I've got it now. Ich glaube wirklich, jetzt habe ich's. Thomas. Thomas. I deeply and dearly love you. Ich liebe dich von ganzem Herzen. But could you please consider getting a normal job? Aber könntest du bitte mal überlegen, einen vernünftigen Job zu kriegen? I've got it now. Ich habe das jetzt wirklich, ich hab's jetzt wirklich. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Number 900. Nummer 900. My dear wife. Meine geliebte Frau. This is the day, this is the day. Thomas. Thomas. By this time she's a nervous wreck, you know. Zu der Zeit ist sie schon ein totaler Nervenzusammenbruch. 3, 2, 1. 3, 2, 1. The barn burns down. Die Scheune brennt nieder. The whole family smells burnt. Die ganze Familie riecht verbrannt. The dog is burnt. Der Hund ist verbrannt. The kids, you can smell them when they come to school. Die Kinder, das kannst du riechen, wenn sie zur Schule kommen. Edison kids are coming. Ah, die Kinder von Edison kommen. Number 1000, I think it was 29 or something like that. Nummer 1000, ich glaube, das war 29. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bling, bling. Light bulb worked. Die Glühbirne hat funktioniert. He didn't give up. Er hat nicht aufgegeben. He didn't give up. Er hat nicht aufgegeben. Didn't give up. Amen. Amen. And sometimes
sometimes when we look at the history, und manchmal, wenn wir uns die Geschichte anschauen, we hear about the victories, wir hören über die Siege, we hear about the men and women of God, wir hören von den Männern und Frauen Gottes, we hear about nation changes, wir hören, wie Nationen verändert we werden, hear about churches shaping history, wir hören, wie Gemeinden Geschichte schreiben. Yet we so easily forget the challenges. Aber wir vergessen so leicht die Herausforderungen, the setbacks, die Rückschläge, the fights, die Kämpfe. But pioneers don't give up. Aber Pioniere geben nicht auf. We fight. Wir kämpfen. Again. Wieder. And again. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Richtig. Amen. Amen. And finally. Und zum Schluss. And this is a hard one. Und das ist schwierig. Especially in our time. Vor allem in unserer Zeit. Pioneers are focused on the goal. Pioniere sind fokussiert auf das Ziel. Now can you imagine? Kannst du dir vorstellen? It's the Olympics. Es ist die Olympiade. This German runner is surprising everybody. Dieser deutsche Läufer überrascht alle. He's beating the Kenyans and the Ethiopians and you know the whole crew there. Er ist schneller als die aus Ghana, Äthiopien, die ganze Crew. He's running so fast. Er rennt so schnell. And now it's the final. Und jetzt ist das Finale. And billions of people are watching worldwide. Weltweit schauen Milliarden Menschen zu. And in Germany they are almost ecstatic. Und in Deutschland sind die fast in Ekstase. Was passiert? Was passiert? Wow! And then they fire up the game. Und dann wird das Rennen gestartet. And the German runner is running. Und der deutsche Läufer läuft. And now he's in the lead. Und er führt. And he's in the lead. Und er führt. He maybe is going to win. Vielleicht gewinnt er. The whole world is surprised. Die ganze Welt ist überrascht. The commentators worldwide. Die Kommentatoren überall. The British, also die Briten. Oh, this is utterly surprising. What is happening with this German runner? Das ist echt überraschend. Was passiert denn mit dem deutschen Läufer? The Italians are surprised. Die Italiener sind überrascht. Hey, very special, the German runner, Superman. Sehr speziell, der deutsche Rennläufer. And the Chinese. Und die Chinesen. Deutschland. Everybody is surprised. Alle sind überrascht. But then the German runner. Aber dann der deutsche Läufer. He smells a very familiar smell. Er riecht einen sehr familiären Geruch. Bratwurst. Bratwurst. He's hungry. Er hat Hunger. He's been running for a long time. Er ist schon lange gelaufen. And a crazy thought starts to fill his mind. Und ein verrückter Gedanke füllt seine Gedanken. I'm in the lead. Ich führe. Maybe I will have the time. Vielleicht habe ich die Zeit. To run by and get a bite. Um dorthin zu laufen und ein bisschen abzukriegen. And he does it. Und er macht es. And he gets a bite of the Bratwurst. Und er kriegt ein bisschen von der Bratwurst. But now the runners are running ahead of him. Aber jetzt laufen die anderen an ihm vorbei. And all the TV commentators all across the world are in shock. Und alle TV-Kommentatoren auf der ganzen Welt sind in Schock. The German in the Bratwurst, the Superman. Der Bratwurst, the Chinese, Bratwurst. Everyone is in shock. Jeder ist geschockt. Why? Because the German runner was so distracted. Warum? Weil der deutsche Läufer war so abgelenkt. I know it's a pretty extreme example. Ich weiß, es ist ein sehr extremes Beispiel. But you know what? Aber weißt du was? As we are running the race. Wenn wir das Rennen laufen. We can so easily be distracted. Wir können so leicht abgelenkt werden. By people's opinions about us. Von den Meinungen der Leute über uns. What people say about us. Was sie über uns sagen. What people think about us. Was sie über uns denken. The desires of the world. Die Verlangen dieser Welt. 1 Corinthians 9:24. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, die im Rennen rennen, alle das Rennen rennen, aber einer kriegt den Preis. Run in such a way that you may obtain it. Lauf auf solche Art und Weise, dass du ihn erhältst. You know, pioneers know what they're heading for. Die Pioniere wissen, worauf sie zulaufen. They are focused. Sie sind fokussiert. When Nehemiah was called upon, als Nehemiah gerufen wurde by his enemies, und seine Feinde ihn riefen, they said, come down from the wall, from the wall. Komm runter von der Mauer. We want to talk with you. Wir wollen mit dir reden. What did Nehemiah say? Was hat Nehemiah gesagt? He said no. Er hat gesagt nein.
I'm doing a great work. Ich tue eine große Tat. I cannot come down. Ich kann nicht runterkommen. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Warum sollte die Arbeit leiden, wenn ich runterkomme und zu euch komme zu reden? The same message four times. Die haben die gleiche Botschaft viermal gesandt. And he answered the same thing every time. Und er hat jedes Mal genau das gleiche geantwortet. Listen, my friend. Hör mir zu, mein Freund. God wants to raise up pioneer churches. Gott möchte Pioniergemeinden hervorbringen. All across Europe. In ganz Europa. And you are definitely such a church. Und ihr seid definitiv so eine Gemeinde. Your church is so important. Deine Gemeinde ist so wichtig. Not just for Stuttgart and for Germany. Nicht nur für Stuttgart und Deutschland. But for the whole of Europe. Aber für ganz Europa. And I believe the best is yet to come. Und ich glaube, das Allerbeste kommt noch. I believe the best is yet to come. Das Beste kommt noch. And there's so many things. So viele Dinge. Initiatives. Initiativen. Visions. Vision. Dreams. Träume. Enterprises. Businesses are going to come forth. Die werden hervorkommen. Because we are a generation of pioneers. Weil wir eine Generation von Pionieren sind. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand on our feet, please. Lass uns aufstehen. And let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father God. Vater Gott. We thank you. Wir danken dir. That in this time. Dass in dieser Zeit. You don't just have a few select pioneers. Du hast nicht nur ein paar besonders erlesene Pioniere. You can let that pioneer spirit be a part of all of us. Aber lass diesen Pioniergeist auf uns alle kommen. That spirit of faith. Dieser Geist des Glaubens. In mothers and fathers. In Müttern und Vätern. In young people and older people. In jungen Leuten und älteren Leuten. In students and business people. In Studenten und Geschäftsleuten. In pastors and preachers. In Pastoren und Predigern. We thank you for a pioneer generation. Wir danken dir für eine Pioniergeneration. Now at this very moment. In diesem Moment. You might have been here today. Du bist vielleicht hier heute hier. And you've heard me preach about being a pioneer for Jesus. Und du hast gehört, wie ich gepredigt habe, sei ein Pionier für Jesus. But maybe you are not right with God. Aber vielleicht bist du nicht in Ordnung mit Gott. Maybe you came in here today. Vielleicht bist du heute hier reingekommen. And you don't even know if you're on your way to heaven. Und du weißt noch nicht mal, ob du auf deinem Weg in den Himmel bist. Listen, God loves you. Weißt du, Gott liebt dich. He has a plan for your life. Er hat einen Plan für dein Leben. As a matter of fact. In der Tat ist so. He gave his life for you. Er hat sein Leben für dich gegeben. That you should not perish. So dass du nicht verloren gehst. But have eternal life. Aber ewiges Leben hast. God is not far away. Gott ist nicht weit weg. He's just a prayer away. Er ist nur ein Gebet entfernt. This very moment. In diesem Moment. You can call upon the name of the Lord Jesus. Kannst du den Namen vom Herrn Jesus Christus anrufen. And your life will be changed. Und dein Leben wird verändert werden. Your sins may be forgiven. Deine Sünden werden vergeben. Now I don't know if you need to come back to God. Ich weiß nicht, ob du zurückkommen musst zu Gott. Maybe something was messed up along the way. Vielleicht ist was auf dem Weg schief gegangen. Or if you're coming to Jesus at the first moment. Oder ob du zum allerersten Mal zu Jesus kommst. No matter what your situation is. Ganz egal, wie die Situation ist. God is calling on your heart. Gott ruft dich in deinem Herzen. You are important to God. Du bist wichtig für Gott. There is an answer for your questions. Da ist eine Antwort für deine Fragen. And that is Jesus. Und das ist Jesus. He's the way and the truth and the life. Er ist der Weg und die Wahrheit und the das Leben. Only way to get to God. Der einzige Weg, um He's zu Gott the zu kommen. Savior of the world. Er ist der Retter der Welt. He wants to be your savior as well. Er möchte auch dein Retter sein. How? Wie? Through opening up your heart. Dadurch, dass du dein Herz öffnest. So now as every head is bowed. Lass uns jetzt alle unseren Kopf senken. We're just in silent prayer together. Wir sind nur im ruhigen Gebet. I just want to ask if you are here today. Und ich möchte dich einfach fragen, wenn du and heute hier say, bist. I want to be right with God. Und du sagst, ich möchte mein Leben in Ordnung haben I need mit Gott. Peace with God today. Ich brauche heute Frieden mit Gott. I want to make sure I'm on my way to heaven. Ich möchte sicherstellen, dass ich auf meinem Weg in den Himmel bin. If that's you, I ask you to raise your hand this very moment. Wenn du das bist, dann bitte ich dich, dass du gerade jetzt deine Hand hochhebst. Wherever you are standing in the crowd, wo auch immer du stehst. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you there. God bless you. Who else? Yes, God bless you there. I see your hand there. Who else? God bless you. God bless you. Who else says yes, me too? Yes, I see your hand back there. God bless you. I see your hand as well. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Anyone else says yes, me too? God bless you. God bless you. God bless you up there in the balcony. Who else says yes, me? God bless you. God bless you. See you there. Oh, so many hands here. So viele Hände. Anyone else who says yes, me too? Yes, I see you. God bless you. Anyone else says me too? Count me in. I need to pray that prayer. Nimm mich auch mit in das Gebet. God bless you. And please make sure that you are on your way to heaven. Yes, bitte God bless sicher, you. Du bist auf dem Weg in den Himmel. Don't leave this place today before you know. God bless you. Geh nicht von diesem Ort, bevor du es heute weißt. Yes, I see your hand there. God bless you as well. I've seen your hand. God bless you.
I just want to ask one final time just to make sure everybody got their opportunity. Ich möchte ein allerletztes Mal fragen, um sicherzustellen, dass jeder seine Möglichkeit bekommen hat. Gott segne dich. Anyone else? Ist noch jemand? Me too. All right. Now listen, let's call upon the name of the Lord together. Lass uns jetzt gemeinsam den Namen des Herrn anrufen. Because the Bible says that whosoever calls upon the name of the Lord Jesus shall be saved. Weil die Bibel sagt, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So I will pray first. Also werde ich zuerst beten. And then we just pray this prayer together. Und dann beten wir das, wiederholen wir dieses Gebet gemeinsam. And we can all help out here. Und wir können alle damit helfen. Let's say together, Lord Jesus. Lass uns das gemeinsam sagen, Herr Jesus. I believe in you. Ich glaube an dich. I believe you are the Son of God. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. You were crucified for my sins. Du wurdest gekreuzigt für meine Sünden. You rose from the dead. Du bist von den Toten auferstanden. And you're alive today. Und du lebst heute. I receive you as my Savior. Ich empfange dich als meinen Retter. And as my Lord. Und als mein Herr. I want to follow you, Jesus. Ich möchte dir folgen, Jesus. From this day on. Von diesem Tag an. And the rest of my life. Und den Rest meines Lebens. Jesus. Jesus. Thank you that I can be your child. Danke, dass ich dein Kind sein darf. In Jesus' name. Jesu Namen. Amen. 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 As we are closing here, wenn wir jetzt gleich enden werden, I just want to express something the Lord is just showing me. It's so simple. Ich möchte etwas ausdrücken, was der Herr mir so einfach zeigt, so klar zeigt. But I just see an inner vision. Aber ich sehe eine innere Vision about the church here. Über die Gemeinde hier. I see a tall lighthouse. Ich sehe einen großen Leuchtturm. And the lights that are coming out are spreading so far. Und die Lichter, die rausgehen, die gehen so weit. Recognized around the world. Werden auf der ganzen Welt gesehen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. For this lighthouse of yours. Für diesen Leuchtturm. That you will use for your glory. Den du gebrauchst für deine Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Let's give all the glory to Jesus. Jesus alle Ehre geben.